Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Herbst 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Zwillinge im Herbst 2023. Was kommt im Herbst 2023 auf Zwillinge zu, bitte? Sieben der Münzen. Okay. Du wartest hier bei einer Sache auf einen Fortschritt. Du wartest hier drauf, dass etwas, in das du sehr viel investiert hast, wo du dich sehr bemüht hast, wartest du auf die Früchte, die jetzt hier endlich gepflückt werden können. Okay, okay. Wir haben hier, das schau mal hier, diese Weinblätter hier an. Einige von diesen Weinblättern gehen schon in Richtung Herbst, ja, die werden schon rötlich hier. Und es ist so, wie wenn hier die Zeit überreif wäre für das Resultat, ja. Dafür, dass jetzt hier das grüne Licht kommt, dafür, dass hier jetzt etwas entsteht, dafür, dass du hier endlich die Früchte ernten kannst. Okay, okay. Mach dich hier gefasst auf rasante Veränderungen im Herbst. Okay, du musstest hier warten, ja, sicher, oder kannst nicht täglich an den Haaren ziehen und hoffen, dass es wächst. Es, oder das, was wächst, wächst in seinem eigenen Tempo, da kann man nichts tun, ja. Kann ja nicht täglich an den Nägeln ziehen, damit sie wachsen. Ja, geht nicht. Du musstest warten und jetzt ist die Wartezeit vorbei und ab jetzt geht es rasant zu, Zwillinge. Ja. Es ist sehr gut möglich, dass Herbst 2023 deine bewegendste Zeit wird. Ja, also bewegend, nicht im Sinne von beweg dich emotional, sondern es bewegt sich viel. Hm? Es wird sich sehr vieles bewegen im Herbst 2023. Es ist sehr gut möglich, dass du dann erst so Ende Jahr zurückblickst und dich darüber wunderst, wie sehr sich dein Leben verändert hat. Okay. Todeskarte hier. Veränderung. Sechs der Kelche. Da kommt jemand, Zwillinge, komplett verändert. Komplett verändert, wie neugeboren, auf dich zu. Im Herbst 2023, hier haben wir eine Skorpionkarte liegen. Die alte Person hier, die gibt es nicht mehr, woran auch immer du hier gearbeitet hast. Du hast hier an einer Transformation, an einer Veränderung gearbeitet. Wolltest, dass hier eine Situation sich zum Positiven kehrt. Und das wird hier im Herbst 2023 passieren. Wir haben hier zweimal Skorpionkarten liegen. Das kann dann auch das sehr wohl da während der Skorpionphase hier stattfinden, dass hier dann plötzlich die Sonne hier aufgehen wird für dich und du hier endlich jemanden genau in der gewünschten Form vor dir stehen haben wirst. Okay? Man kann mit Tarotkarten kann man die Zeit bestimmen. Man kann auch zum Beispiel, oder ich mache jetzt ein Beispiel, ich kann jetzt auch sagen, oder wann kommt hier, oder wann werde ich als nächstes einen Brief lesen? Hm? Und dann, wenn hier die Karte kommt, ja, dann muss man unabhängig davon, was die Karte hier darstellt, kann man mit drei der Schwerter sagen, ja, dass ich hier in drei Tagen einen Brief lesen werde. Ja, werde da eine wichtige Post bekommen und das kann man so bestimmen. Und zwar habe ich in meinem Online-Shop auf inbalstarot.com Spickzettel. Zeitangaben im Tarot heißt das. Mit diesem Spickzettel kannst du die Zeit bestimmen. Okay. Du kannst fragen, wie lange geht es noch, bis ich hier einen Brief lese und dann kommt, oder Anzahl Tage, Anzahl Wochen, wird im Spickzettel angezeigt. Du kannst auch fragen, wann wird es sein und dann zeigt es dir an, Skorpionzeit, dann Zeit mit Datum, ja, ist alles in diesem Spickzettel aufzufinden. Auch die beiden Methoden werden dort erklärt. Okay, einfach zu deiner Information. Ist im Online-Shop unter Tarot lernen. Okay. Sieben der Kelche hier. Schön, schön. Du wirst hier kaum ruhig sitzen können. Siehst du, das ist eben dieses Auf und Ab, sehr beweglich. Wirst dich sehr, oder das ist so dieses Hin und Her reiten, oder weil du so aufgeregt bist, ja, über deine Möglichkeiten hier. Sieben der Münzen verwandelt sich in sieben der Kelche. Langeweile,
Frust, ja, diese ewige Geduld, die du hier zeigen musstest, ja, wird hier plötzlich ja umgewandelt in 7 der Kelche, in all diese Möglichkeiten, die du hier nun endlich hast bei dieser Sache oder bei diesem Menschen. 6 der Kelche hat sich gezeigt, auf 6 der Kelche folgt jetzt dir bei dieser Geschichte diese 7 der Kelche, dieses So, jetzt habe ich dich soweit. Was können wir jetzt alles zusammen erleben? Was können wir jetzt alles zusammen machen? Ich habe den Eindruck, Zwillinge, dass hier eine Person mit 7 der Münzen dich in den letzten Monaten ziemlich außen vor gelassen hat. Okay? Und jetzt im Herbst 2023 kommt hier der Punkt, wo mit 7 der Kelche, ja, du, oder ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber über diesen Menschen verfügen kannst. Dieser Mensch kommt mit 6 der Kelche, hat dich sehr vermisst, möchte Zeit mit dir verbringen, und mit 7 der Kelche gibt es dann hier allerlei Aktivitäten, die hier, ja, dieser Mensch mit dir durchführen möchte. Auch du wirst hier sehr viel Action erleben in dieser Zeit mit dem Ritter der Stäbe hier, der eben dieser Ritter ist, der auf und ab geht, ja? Sehr schön. Ass der Kelche, Neustart in der Liebe. Neustart in der Liebe, es geht jetzt hier endlich weiter. Hier kommt das grüne Licht. Okay, hier kommt das grüne Licht in Bezug auf euch beide. Und ist auch sehr interessant, ja, du wirst hier plötzlich all diese Möglichkeiten mit diesem Menschen haben, ja. Das kannst du machen, das kannst du machen, das wollt ihr unternehmen, dies wollt ihr unternehmen. Und es wird ziemlich interessant sein. Du wirst hier nämlich schon nach kurzer Zeit sagen, weißt du was? Eigentlich geht es mir mit dir gar nicht darum, da oder spazieren zu gehen, was trinken zu gehen, tanzen zu gehen, essen zu gehen oder all diese anderen Dinge, die man macht, sondern um eine gewisse Sache, um eine einzige Sache. Ich möchte hier, dass wir gemeinsam etwas erschaffen mit Ass der Kelche. Ich möchte hier langfristig in etwas investieren mit dir. Das kann dann die gemeinsame Wohnung sein, das kann ein Baby sein, das kann die Beziehung sein, die jetzt entstehen soll. Ja, du willst ja nicht noch weiter diesen Menschen kennenlernen. Was willst du diesen Menschen noch kennenlernen? Du hast ihn als Tarot, die dir eh alle entschlüsselt, mit denen du es zu tun hast. Hallo. Ja. Menschen kennenlernen. Du hast mich. Ich zeig dir ja immer, was das bedeutet. Bei mir kann man das überspringen, ja, du willst hier zur Sache gehen. Mit Page der Münzen sehe ich, dass auch dein Gegenüber hier die Bereitschaft hat, ja, die Bereitschaft dazu hat, ein neues Kapitel mit dir aufzuschlagen, okay. König der Kelche, yes baby. Ist so, dieser Mensch, oder, ist dir regelrecht ausgeliefert, Zwillinge. Na, siehst du, wie dieser Mensch da auf dem Wasser, auf dem Meer sich einfach treiben lässt, dahin, wo er sie hingetrieben wird? Na, ist in den meisten Fällen ein Mann hier. Na, du willst das? Okay. Willst du das? Okay. Willst du sonst was? Okay. Geht dahin, wo du willst, ist dir hier ergeben. Ja, also die Geduld, die du hier bisher zeigen musstest, wird sich hier sehr lohnen für dich, Zwillinge. Okay, Herbst sieht hier auf jeden Fall sehr erlösend aus für dich. Vor allem auch emotional sehr erfüllend hier mit diesem Ass der Kelche hier. Wirst hier ein neues Kapitel mit diesem Menschen hier aufschlagen können. Okay, kommt hier komplett verändert auf dich zu. Okay, es gibt Sommerferienrabatt auf meiner Page. Schau danach. Okay, wird oben angeschrieben sein. Sommerferien 2023, alles zusammen und groß geschrieben. Gilt nur für kurze Zeit. Du findest den Code, wie gesagt, auf meiner Webpage. Okay, falls du es da nicht mehr findest, dann ist es schon vorbei. Okay, ich werde hier mit diesen Karten, Zwillinge, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was im September, Oktober, November passieren wird, Monat für Monat, plus was hier du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.